Wir sind jetzt hier in Willisau, in diesem wunderschönen mittelalterlichen Städtli. Es lebt und geht hier. Und man kann sich heute kaum mehr vorstellen, wie das vor ein paar hundert Jahren hier war. Es gibt ganz viele Geschichten von diesem Städtli. Und eine davon erzähle ich euch jetzt. Hinter dem oberen Tor, in den Wigeren, war früher auch ein Spielplatz. Nicht etwa einer für die Kinder. Nein, wärli nicht. Dort haben gestandene Männer an einem Tisch um Klöder gespielt. Und manchmal gar um Hab und Gut. Am Sonntag, am 7. Heumonat 1392, da waren ja auch wieder drei am Werk. Es ist hitzig zu und her gegangen. Und einer, der Uli Schröter, der hat gar kein Gefühl gehabt. In dem hat es nicht wollen. Er hat lieber ein Mentals Geld verloren. Um alles ist er gekommen. Los! Gibt's ja gar nicht! Der Sidian ist rüdig verrückt worden. Und in einer Täubi hat er Schwert aus dem Futter genommen und hat es gegen den Himmel geschlenkt, gegen den Herrgott zu. Die Trümmel geben, einen Pfiff! Der liebe Christi soll breien, Säune der Bohren! Das Schwert ist nicht mehr oben runtergekommen. Dafür fünf Tröpfe frisches Blut auf den Spöttertisch. Fünf Tröpfe. Gerade wie aus den fünf Wunden Christi. Es schudert ihm, gerade wenn man nur daran denkt. Du Eismaus, es hat gekätzert und gestrubuzet. Und der liebhaftige Teufel selber ist auf dem Platz eingefahren. Er hat den Lästergräbel gepackt. Und ist wie das Beisewetter mit dem Auf und Davon, denke ich, die ewige Verdammnis. Seine Spielkumpane sind auch so verschrocken. Wie Ölgötzen sind sie da geraubt. Ganz vergalstert sind sie gewesen. Was sollen sie auch machen? Das Blut muss fort! Komm, geh, die Wigern runter, komm! Ganz verdattert haben sie den Tisch Starrengang in die Wigern runtergeschleift. Haben ihn mit Sand eingeschlirgt. Haben geribbelt und geschinegelt für die Katze. Die fünf Tröpfe Blut, die sind immer besser zur Geltung gekommen. Hättest du nicht beschissen, der Werner, der Typ, und ich? Er hat beschissen, Werner! Du hast beschissen! Oh, er hat nicht beschissen! Du, so, einen hat der andere abgepetzgert. Das Tor geschlagen hat er ihn. Und ist auf und davon, was gisch, was hast, so weit, dass ihn die Füsse gedreht haben. Scheint's, haben ihn die Läuse fast als eine Lebung gefressen. Als verlauseter Serbu ist er dann später auf Willisau zurückgekommen und musste traurig abrebeln. Dort, wo die Gotteslästerung geschehen ist, steht jetzt hier die Kapelle. Das Blutwunder von Willisau ist zentrum bekannt worden. Und noch heute ist immer am Sonntag nach dem Herrgottstag der Helgenblut Ablis. Eine Sühneprozession, wo früher Tausende von Leuten mitgelaufen sind. Die Monstranz hier, bewacht von diesen strammen Herrgottsgrenadieren, die trägt man dann feierlich um. Hier drin hat es ein Stückchen Holz vom Freveltisch mit einem Blutstropfen drauf. Und sie tut uns für alle Zeiten mahnen, Gott lässt seiner nicht spotten. Ja, und wenn euch die Geschichte jetzt kurlig gedunkt hat,
Henus, oder? So steht es in den Büchern.